Hallo und herzlich willkommen bei Deutsch üben mit Heidi. In diesem Video geht es um die Präpositionen auf oder in. Welche Präposition passt? Außerdem ist die Frage, stehen die Präpositionen mit Dativ oder Akkusativ? Deshalb musst du auch den bestimmten Artikel ergänzen. Viel Spaß mit dem Video. Alle Sätze findest du auch in der Infobox oder als PDF auf meiner Website. So, los geht's! Eins. Er steht auf dem Balkon. Wo steht er? Deshalb brauchen wir Dativ. Er steht auf dem Balkon. Balkon normalerweise mit der Präposition auf. Zwei. Sie geht in den Garten. Wohin geht sie? In den Garten. Akkusativ. Und Garten normalerweise mit der Präposition in. 3. Er setzt sich auf das Sofa. Wohin setzt er sich? Auf das Sofa. Akkusativ. Und bei Sofa benutzen wir normalerweise die Präposition auf. 4. Er steigt in den Bus. Wohin steigt er? In den Bus. Akkusativ. Und bei Bus benutzen wir normalerweise die Präposition in. 5. Sie gehen ins Schwimmbad. Wohin gehen Sie? Ins Schwimmbad. In und der Artikel das wird normalerweise verbunden und wir sagen ins. Und Schwimmbad hat eine Tür, deshalb benutzen wir die Präposition in. 6. Das Auto steht auf der Straße. Wo steht es? Auf der Straße. Also Dativ. Und bei Straße ohne einen Straßennamen sagen wir normalerweise auf. 7. Er wohnt in der Hauptstraße. Wo wohnt er? In der Hauptstraße, also Dativ. Und hier hat die Straße einen Namen, deshalb benutzen wir normalerweise die Präposition in. 8. Wir gehen in den Supermarkt. Wohin gehen wir? In den Supermarkt. Akkusativ. Und der Supermarkt hat eine Tür, deshalb sagen wir in. 9. Sie wollen auf den Weihnachtsmarkt gehen. Wohin wollen Sie gehen? Auf den Weihnachtsmarkt. Also Akkusativ. Und hier ist der Markt draußen. Er hat also keine Tür und deshalb benutzen wir die Präposition auf. 10. Sie ist im Schlafzimmer. Wo ist sie? Im Schlafzimmer, also Dativ.
und das Schlafzimmer hat eine Tür. Deshalb benutzen wir die Präposition in. Und in mit dem bestimmten Artikel dem schreiben wir normalerweise zusammen und wir sagen im. Elf. Die Kinder spielen auf dem Spielplatz. Wo spielen sie? Auf dem Spielplatz. Also Dativ. Und Platz hat normalerweise die Präposition auf. Zwölf. Wollen wir im Park spazieren gehen? Wo wollen sie spazieren gehen? Im Park, also brauchen wir Dativ. Und Park normalerweise die Präposition in. 13. Er stellt die Flasche auf den Tisch. Wohin stellt er die Flasche? Auf den Tisch. Akkusativ. 14. Sie geht ins Arbeitszimmer. Wohin geht sie? Ins Arbeitszimmer. Akkusativ. Zimmer normalerweise mit der Präposition in. 15. Sie stellt das schmutzige Geschirr in die Spülmaschine. Wohin? In die Spülmaschine. Akkusativ. Spülmaschine mit Tür, deshalb normalerweise in. 16. Sein Handy ist in der Tasche. Wo ist das Handy? In der Tasche. Also Dativ. Und Tasche hat normalerweise die Präposition in. 17. Am Sonntag wollen Sie ins Kino gehen. Wohin wollen Sie gehen? Ins Kino. Also Akkusativ. Kino hat eine Tür, deshalb benutzen wir die Präposition in. Und in mit dem Artikel das wird normalerweise zusammengeschrieben und gesprochen. Und wir sagen ins. 18. Sie kaufen ihr Obst und Gemüse auf dem Markt. Wo kaufen Sie es? Auf dem Markt, also Dativ. Markt ist draußen, hat keine Tür, deshalb benutzen wir auf. 19. Sie setzen sich in die Sonne. Wohin setzen Sie sich? In die Sonne, also Akkusativ. Und hier sind sie total von der Sonne umgeben, deshalb benutzen wir die Präposition in. 20. Die Koffer sind im Kofferraum. Wo sind sie? Im Kofferraum, also Dativ. Der Kofferraum hat eine Tür, also benutzen wir die Präposition in. Hier mit dem bestimmten Artikel dem und in plus dem schreiben wir normalerweise zusammen und wir sagen im.
21. Sie stellt die Milch in den Kühlschrank. Wohin stellt sie die Milch? In den Kühlschrank, also Akkusativ. Kühlschrank hat eine Tür, deshalb benutzen wir die Präposition in. 22. Er hat den Film im Fernsehen gesehen. Wo hat er den Film gesehen? Im Fernsehen, also Dativ. Und Fernsehen mit Präposition in. 23. Er möchte unbedingt das Fußballspiel im Stadion sehen. Wo möchte er es sehen? Im Stadion. Stadion mit Tür, also die Präposition in. 24. Die Gäste sitzen auf dem Sofa. Wo sitzen sie? Auf dem Sofa. Dativ. Und Sofa mit Präposition auf. 25. Die Blumen stehen auf dem Fensterbrett. Wo stehen sie? Auf dem Fensterbrett. Dativ. Und Brett und Tisch normalerweise die Präposition auf. 20. Sie gehen in den Supermarkt, um Getränke zu kaufen. Wohin gehen Sie? In den Supermarkt. Und der Supermarkt hat eine Tür, deshalb brauchen wir die Präposition in. 27. Er schießt den Ball ins Tor. Wohin schießt er den Ball? Ins Tor. Akkusativ. Und die Präposition in mit dem Artikel das schreiben und sprechen wir normalerweise zusammen und wir sagen ins. 28. Sie warten schon auf dem Bahnsteig. Wo warten Sie? Auf dem Bahnsteig, Dativ. Und Bahnsteig hat normalerweise die Präposition auf. 29. Er ist auf der Toilette. Wo ist er? Auf der Toilette. Dativ. Und für Toilette benutzen wir die Präposition auf. 30. Sie schwimmen im See. Wo schwimmen Sie? Im See. Dativ. Und weil Sie im Wasser sind, sagen wir im See.